Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dinging Society. Und heute spiele ich mal wieder alleine. Es regnet gerade abartigst und deswegen gehe ich schlafen. Ich liege zwar im Freien und werde dadurch ein bisschen nass, aber dadurch wird der Regen weggehen und es scheint für die Sonne nicht trocken, hoffentlich. Egal, auf jeden Fall geht's heute nach dem Intro. Nächster Tag am Start. Thor hat mir letztes Mal gezeigt, wie man hier, also wenn man die Enderpearl da reingibt, dass man diesen Unattuned Tesseract kriegt. Ich habe dann gestern nachgeschaut, beziehungsweise in der letzten Folge, wegen dem Item Tesseract. Warte mal kurz. Item Tesseract. Da brauchen wir nämlich ein bisschen Silber und Tin Ingot. Aber. So, Glas, ja. Ich glaube, Glas müssten wir sogar noch haben. Irgendwo. Und Glas. Ah, eins habe ich schon gemacht. Das ist schon mal sehr schön. Glas, 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 Glas. Habe ich kein Glas mehr? Eigentlich sollte ich ja noch Glas irgendwo haben. So. Dann nehme ich mir das mal raus und machen wir folgendes, ja. Wenn man das schon hat, dann benutze ich das auch gleich. Und zwar Glas. Ja, da ist Glas, aber das brauche ich nicht. Ja, Sand haben wir da. Da. Glas. Und dann, zack. Silber. Tin. Und falls ich ab und zu gehen sollte, dann tut es mir an der Stelle leid. Ich bin ein bisschen K.O. gerade. Aber ich muss jetzt aufnehmen. Ich habe auch Lust drauf, aufzunehmen. Tin brauche ich. Brauche Redstone. Und da brauche ich Eisen. Ich habe zwar gerade Lust aufzunehmen und alles mögliche, aber ich bin halt ein bisschen müde. Vielleicht kennen das ja die einen oder anderen, dass sie einfach zu spät schlafen geht. Oder Eisen war ja sogar. Warte mal, zack, 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 zack. Warte mal. Item Tesseract. Du brauchst wirklich Silber? Dein Ernst? Meine Güte, Silber, Silber. Zwei Silber. Warte mal, wir fangen das. Silber. Da hätte ich noch Silber, das schmelze ich mal. Da habe ich auch noch Silber. War ich da eigentlich noch Silber? Nö. Ah, verdammt. Aber ich finde es noch Kohle. Ich bräuchte ein Silber noch. Im Übrigen, wo ist mein zweites? Ah, da. Ich habe schon gedacht, das ist weg. Und zwar. Sehr schön. Das funktioniert auch schon alles. Ich gehe jetzt einfach mal zu Tor rüber und hole mir jetzt noch ein Silber. Lassen dafür auch einen Samen da, ein Strawberry Seed. Eigentlich war es ja heute so gedacht, dass ich mit Wame aufnehme, mit Jorge. Ziemlich korrekt. Richtig cooler Typ auch. Also so wie eigentlich alle hier im Big Dick Digging Society Projekt. Nur das Problem ist, dass dann der Server noch für was anderes gebraucht wurde. Und das war vor einer Stunde oder sowas. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja, ich schreibe dich dann einfach an, wenn wir aufnehmen. Also wenn der Server wieder da ist, dann schreibe ich dich einfach an. Nur das Problem ist, dass er nicht da ist. Weil, nicht. Vielleicht muss er noch was für die Schule machen oder was weiß ich. Nehme ich ihm auch gar nicht übel, warum auch, denn ich denke mir, das ist, ich kann ihn ja nicht dazu zwingen, deswegen. Deswegen wird das einfach auf nächstes Mal verschoben, also nächstes Mal ist er auf jeden Fall dabei. Nur das Problem ist, wie vielleicht einige mitbekommen haben, habe ich ja jetzt seit gestern, seit Sonntag, habe ich, einen neuen Upload-Plan. Und da ist es ja, beziehungsweise ein neues Design auf meinen Kanal, einfach mal draufklicken und dann seht ihr das Design.
Nochmal an der Stelle danke an FlowFX, dass er mir das Design ohne irgendwas gemacht hat. Also natürlich hatte ich Glück, dass Marcel ihn angeschrieben hat und bliblablub, gell? Aber er hat es mir dann einfach gemacht, kostenlos. Einfach am Wochenende hat er sich hingesetzt und hat mir das Design ge. Hä? Hat das nicht Silber? Bin ich jetzt ganz behindert? Tin. Silber? Tin. Ah, okay, das erklärt natürlich einiges. So. Ah, okay, so dann. Nein. Nein. Sehr schön. Workbench. Zack, also Item Tesseract habe ich ja schon. Ah, mir fehlt ein Tin. Das kann es nicht sein, dass mir ein Tin fehlt. Boah. Tin, Tin, Tin. Eigentlich wollte ich eine Shader rausmachen, denn es ist ja so, dass durch den Shader spiele ich gerade mit 26 FPS und ich weiß aber nicht, woran das liegt. Das haben manche auch. Einfach so, dass sie, wenn sie Big Digger öffnen, das einfach ab und zu nicht funktioniert und dann wieder blieb und dann wieder blub und dann, ja, hast du nicht gesehen. Generell ist Big Dick so ein Mod, der ziemlich viel zieht, aber auch ziemlich viele Möglichkeiten bietet und deswegen stört mich das auch nicht so. So, Tin, Tin, Tin. Und ihr könnt mir ja einfach mal unten in die Kommentare schreiben, was ich einfach so machen soll. Oh, ich bin ein bisschen überbelichtet, deswegen dem Licht da. Außerdem ist noch ein bisschen Tag draußen. Aber ihr könnt mir ja dann einfach mal. So. Ihr könnt mich dann einfach mal. Mir dann einfach mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Also. Oder was ich hier machen könnte, denn ich kenne mich da nicht so gut aus und habe auch nicht so viel Zeit, dass ich mich da erkundigen kann. Deswegen einfach mal unten die Kommentare schreiben. Dafür ist die Kommentarfunktion noch da. Er wird mich auf jeden Fall freuen. Nein, die sind noch nicht fertig gewesen. Och, Menno. Na gut. Ich hätte mir gedacht, dass ich jetzt ein Güsalfeld mache. So. Okay. Dann, wo habe ich denn das hingegeben? Güsal. Da ist Güsal. Zack, zack, zack. Hä? Kriegt man da nicht irgendwelche Samen oder sowas? Ach. Seht ihr nicht mal das, weiß ich. Ich kenne mich da nicht mal mit den Pflanzen aus. Wie man das hier am besten anpflanzt oder was weiß ich. Ja, egal. Zumindest haben wir ein bisschen. Was war das für ein Befehl? Hä? Wo habe ich denn das gemacht? Warte nochmal. Lol. Also ich wusste es nicht, wenn man Shift und Leertaste drückt und dann Rechtsklick macht, dass dann alles von unten in die Kiste oder in die obere Leiste kommt. Boah, geil. Also das ist auch nützlich zum Beispiel bei Survival Games, wenn du zu viel Scheiße einfach unten hast. Brauchst du es gar nicht aussortieren, einfach oben alles ins Inventar klatschen und dann hast du das schon. Finde ich krass, das finde ich echt cool. Item Tesseract, Item Tesseract. So. Tin ist fertig. So, dann Silber und zack und unattuned. Und dann hätten wir mal die Item Tesseracts fertig. Das ist schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Query habe ich noch immer keine. Da setze ich mich dann das nächste Mal dran. Weil ich denke mir, Query kann schon ganz nützlich sein, aber währenddessen. Warte, die Mining Turtle habe ich doch letztes Mal raufgeholt, oder? Boah, weiß ich gar nicht. Ist die oben? Schau ich mal nach. Schau ich mal nach. Da. Da, 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 da. Kohle. Okay. Ja, das wird schon reichen. So. Dann hätte ich gesagt, wo gehen wir das denn am besten hin, die Mining Turtle? Komm, machen wir es da einfach. Kohle.
Und dann Excavate. Oh shit. Das sollte ich gar nicht machen. Nein, bleib da. Ah. Scheiße. Ich habe keine Fackeln mit. Scheiß Zettel ist mir einen Schritt voraus. Fuck, Alter. Uiuiui, war das knapp, Alter. Das war dann Spaß. Ich habe nicht gedacht, dass das so weit geht. Oh, boah. Gold. Alter, wo haben meine Nasen? Shit, Alter. Ja gut, machen wir folgendes. Und zwar, zack. Excavate 20 mache ich mal. Maus, oder? Okay, gut, das läuft. Ich gehe jetzt rauf und werde oh, Kohle abbauen. Kohle habe ich nämlich keine mehr. Ich brauche Kohle. Ja. Außer im Real Life brauche ich Kohle. Auf jeden Fall bedanke ich. Ist das Diamant oder ist das Nikolait? Auf jeden Fall bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Ich habe jetzt nur 10 Minuten bzw. 11 Minuten aufgenommen, weil ich jetzt das alles noch rendern muss. Aber am Freitag geht es natürlich weiter bei einer neuen Folge Digging Society. Bis dorthin, haut rein, Leute. Natürlich für die ganzen Leute, die auch was anderes von mir schauen. Außer Digging Society gibt es morgen einfach eine neue Folge Minigames. Und ja, dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.